ich hasse euch restlos. Und denkt nur, dass man den einfach vorbeischalten kann, ne? Aber leider. Ich meine, bei denen kann man nicht mal vernünftig ballern. Was zur Hölle? Ein fetter. Ein sehr fetter. Du kannst sie auch töten. Mit Pfeil und Bogen. Ich kann mir auch, glaube ich, in den Popo schießen. Soll ich das machen mit Pfeil und Bogen? Aber bis zu 70 Meter ist kein Problem. Ich glaube, hier musst du auf teilweise 2 Meter Kampfnähe auskommen. Oh. Das kann ich nicht. Da verfehle ich. Ja, das glaube ich dir. Tja, wohin Da muss ist ich noch eine jetzt? Schublade links. Achso, links. Flammenwerfer. Ja, Weiß ich noch nicht, ob die mir empfindlich genug auf Feuer reagieren und mir klar. so eine Du Art. kannst auch Molotow-Cocktails hinwerfen, dann rennen die ja dahin. Weißt du? Ja. Ich meine, der steht ja eigentlich perfekt für einen Molotow-Cocktail. Zugegeben, das könnte ich mal probieren. Ich will da ein bisschen schräger stehen. Oh, Oh! Oh, da habe ich mich aber gerade ein bisschen Feuer. na gut, der Typ war auch ein Stealth Agent offensichtlich. Statt dass ich die umgelegt habe, haben die mich umgelegt. Die wollten dich nur verwirren und deine Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Wirf zu ihm. Noch ein? Ja, jetzt. Oh, ey, weg, krass. Hier auch niemandem vertrauen. Da steht einer. Nur weil jemand lecker aussieht wie lecker Champignons. Dreh den mal so, dass er automatisch ihn anvisiert. Ja, jetzt einfach werfen. Okay. Einfach nur werfen. Ja. Warten. Mal gucken, ob dabei gehen laufen. Wirf noch einen. Nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Der ist ja zugegeben. Wäre der Dicke da nicht, könnte man das wahrscheinlich so regeln. Aber so ist, möchte ich das eh nicht so machen. Zugegeben, diese Szenen sind auch mitunter irgendwie die schwersten. Nicht bewegen. Halten. Genau. Guck, dass du unbedingt Messer hast. Jetzt hast du noch drei. Zugegeben, Messern ist momentan irgendwie ein bisschen angenehmer. Da vorne sind noch genau Schubladen, die du öffnen kannst. Findest du vielleicht noch ein bisschen Stuff? Ja, tatsächlich hoffe ich, dass ich mir noch ein paar Messer bauen kann.
Ja, ich diesen fetten, dieses fette Pilzmonster selbst nicht mal. Hängst du da auch noch ein Messer oder sowas? Schublade. Vielleicht mit Messerartikel. Warum du? Als hätte ich es gewusst. An dem würde ich mich jetzt nicht unbedingt so ranschleichen. Ganz Nö. vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Das hat keiner gehört. Jemand von unseren Zuschauern an dich gedacht. Das weiß man, dass es so ist. Na klar, ist bewiesen, ne? Ja. Studie. Wissenschaftlich fundiert ist das. Ist in der Studie von der Bravo. Ja, mindestens. Oh. Hast du gesehen, der ist da drüben voll am Ausrasten gewesen. Ja. Ja, das war etwas klar. Das war auch bestimmt der, der dich eben getötet hat. Ja, war schon ein bisschen sehr sich ausgeladen ist. Natürlich haben die sowas dabei. Mal gucken, so Flammenwerfer, so ein Pilzmonster. Das ist manchmal einfach so. Kann man die nächste? Da liegen Koffer. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht auch mir noch ein Messer machen kann, zur Sicherheit. Du kannst ja auch, ja, genau. Aber wir die Kids kann man eigentlich nicht noch haben, muss man sagen. Ich hätte sogar noch mal Molotow-Cocktail und Nagelbombe machen können. Dann kannst du nämlich den Stock auch aufsammeln. Alter. Den Stock auch außer. Aufsammeln, das ist wahr, ja. Genau, Ja, Mann. stimmt. Okay, ich habe eine Sprachblockade. Das liegt am Schluck auf, der jetzt schon wieder weg ist. War da gerade ein Iron Maiden Poster an der Wand? Nee. Nee, nur von anderen abgefahrenen Gruppen. Ja. Pilze an der Wand wachsen, ne? Und am Boden. Komm schon. Jo. Wieder da. Was für ein Drama hier. Nur sein kann, du bist wieder sicher. Na, ja, ich traue sicher noch nicht. Mann, dass sie hier alle so ausgestattet sind im Studentenwohnheim. Nur was machen wir nun? Wir lassen alle fallen. Ich kann nicht mehr mit dir reden. So, eine kleine Notiz gibt's wieder. US-Militär gibt Suchaktionen auf. Von Lev Benioff, Feldreporter. Im Zuge des aktuellsten WHO-Berichts, nach dessen Angabe durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenze der grenzenden Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe macht in einem Brief, in einem Brief deutlich: In der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Ach Quatsch. Kann auch gut sein, wenn niemand kommt, denn nicht alle hier sind freundlich.
Das ist nicht überall klar, wo Neben es Schlag noch was? viele freundliche Gestalten gab. Aber Schuttland. Viele freundliche Oh. Gestalten? Wer war denn da freundlich, außer Dennis? Chris Walker war nicht. Ja, stimmt. Und der wollte uns immer umarmen. Ja, man hat uns immer freundlich kleines Schweinchen genannt. Wie man das macht, wenn man einfach ein saucooler Typ ist. Ja. Nicht, Schweinchen? Ja. Ich hasse den Typen. Und der auch eine Kreissägerung. Vielleicht fühlt sich dann ein bisschen Infizierte, heimisch. mir geht's gut. Jawohl, und da sind wir anscheinend schon wieder ein Stück weiter. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ein weiterer Generator. Den musst du schieben. Mach das Tor für uns auf. Fast wie Need for Speed, oder? Ja, Ich wollte gerade mindestens Fast and nur Furious sagen. doppelt so schnell, wenn ich ganz klar. Jawohl. Das Ding selber hört sich besser an. Geschafft! Ja, langsam durch. Das Ding fliegt gar nicht. Nee, zum Glück, dass das nicht, dass die Klicker, und hast du gesehen, nicht auf alles losgehen. Was sie hören. Waren das Fireflies? Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Wo soll ich denn jetzt mit meinem Hühnchen hin, Alter? Das vielleicht? Sieht fast wie ein aus. Spiegel, wie ein Spiegel. Ja, weil das so das Labor aussehen soll wie ein Spiegel, laut Tommys Beschreibung. Ah, Ein ja. großer Spiegel. Was für mich allgemein ein anderes Wort ist für verglast ohne Ende. Ja. Hallo. Du bist auf einem guten Hey, Weg, wie geht's da war. Drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Gut, da sind wir an die Fireflies auf mich. Die untersuchen endlich das Mädel, alle Ende der Geschichte. Wie das halt so das Leben so spielt. So gerostet. Hier kommen wir nicht durch. Kann ich leider rüber. Aber vielleicht kommen wir rüber. Vielleicht kommen wir rüber. Los, rutsch. Das darf ich mir darunter vorstellen, unter rüber. Nein, du springst nicht mit dem Pferd darüber. Ja, gut, das wäre mir. Ach, guck mal da weg. Schien auch diesen kleinen Runde. Fuck you, ja. Oh, nein, schade. Auch da nicht. Oh, schade. Aber ich fühlte mich fast bereit dafür. Aber siehst du das da vor dir? Was tust du, Pferd? Was? Ja, nur weil da für Behinderte dran steht, heißt es das nicht, dass du da nicht drauf durch kannst. Ganz im Gegenteil, Pferd, du bist richtig behindert. Na gut, okay. Pferd,
Pferde können keine Treppen steigen. Das merke ich schon. Da war ich mir ziemlich sicher, ein paar Treppen gestiegen zu sein in dem Teil. Ne? Nein, hast du dir eingebildet. Tja. Deine von. Verdammt. Das Wort ist gerade beim Sagen schon wieder entfleucht. Deine Vorstellungskraft geht mit dir durch. Hm. Ich wollte eben Vornehmlichkeit sagen. Das Pferd bewegt sich in einer anderen Physik als ich. Da, ein Pilot. Ja, das ist sicherlich die Rettung in der Situation. Ja. Tja, so scheine ich auch nirgendwo hinzukommen. Das Ding, was du eben mit dem Pferdearsch weggedrückt hast. Achso, ja, gut zu gehen, daran hätte ich denken können. Alles, was irgendwie in dieser Physik existiert, macht Geräusche. Oh, ich bin so müde. Aber das Pferd weg. Schlau, ne? Ja, richtig, richtig genial. Das heißt, ich suche das direkt um das Auto Gras wegzubauen, das nehme ich. Na gut, so viel zum Thema rüber. Einfach hey, nicht das, was ich wollte. Was geht? Was? Wo ist denn? Meinst du, du kannst das Pferd mit hochnehmen, wenn du da in das Gebäude reinklettern willst? Ich weiß es nicht. Ich nehme es trotzdem mit. Das ist meine Ritter. Das Pferd ist quasi der wahre Held dieses Spiels. Quasi Johnny Jumper, also wie er nochmal hieß, der Lucky Luke. Ah, keine Ahnung, wie hieß denn der Hund bei Lucky Luke nochmal? Rantanplan. Wie? Rantanplan. Ich hab grad Rampampam verstanden. Rampampam, ja, genau, das auch. Rantanplan? Ja, genau. Wieso nennt man einen Hund so dumm? Ich weiß es nicht. Das ist genauso wie als wenn du deinen Hund wie du nennst. Da fragt dich jemand, wie heißt denn dein Hund? Wie du. Oh, okay, cool. Ich glaube, das ist noch schlimmer. Sollten wir mehr Tipps geben oder schaffst du es? Ich weiß es noch nicht. Ich werde es gleich wissen, sobald ich mich hier einmal detailliert umgesehen habe. Mhm. Man weiß hier tatsächlich nie, ob es nicht auch einfach eine Tür gibt zum Aufmachen. Oder ob ich hier auf so einen Lastwagen klettern muss. Beispielsweise. Nein, muss ich nicht. Oder soll ich das Ding schon wieder mit reinschleppen hier? Du hast einen Wischbeck, Ellie. Oh Gott, nein, Ellie, was tust du? So, dann wahrscheinlich auf den LKW. Das schiebe ich jetzt an den LKW. Und über den LKW komme ich dann aufs Dach. So, zack. Findest du nicht, dass du nicht manchmal ein bisschen zu gemein bist für Ellie? Zack. Ach, Ellie ist einfach fest in der Party. So, jetzt kann ich... Ja, das ist das Rätselslösung, glaube ich. Da kann ich in das Loch klettern. HWM-mäßig. Manchmal fühlt sich auch alles zusammen. Hm, so mit Löchern und so. Ja. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Ja, sagt, wir sind drin. Wer klettert in das Loch? So ist das manchmal, wenn man so ein alter Typ ist wie er. Irgendwie traue ich dem ganzen Beraten mal wieder nicht. Du bist im Labor. Ja, stimmt, stimmt, hier endet die Geschichte quasi, der Abspann kommt binnen den nächsten paar Sekunden. 25! Oh, zugegeben, das kann sie sehen lassen. Das sage ich nicht nein. Und zu der Werkbank sage ich auch nicht nein. Womit will ich denn mehr Wumms? Will ich den Flammenwerfer tun? Nein, ich glaube nicht. 225 Teile haben wir. Wir haben Werkzeuge für uns. So ein paar. Rückstoß. Streuung.
Weiß ich gar nicht, ob ich hier so hohe Streuung möchte. Ich glaube, ich möchte nachladen können. Und die Schussfolge finde ich auch eigentlich mal ein bisschen cool. Aber für dich würde ich eigentlich einfach nur gerne Munition haben, irgendwie. Nachladetempo für dich wieder auch immer. Waffenhalfter, Langwaffe. Warum hat er für eine zweite Langwaffe? Nachladetempo. Gemütlich. Panzer brechen. Reichende Munition. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. 55 haben wir noch. Schlussfolge für die Spruchhinter, wie ich euch auch immer habe. Haben die Kicker gesagt? Haben sie dir gesagt? Ja. Du hast Chip am Rande, oder? Ja. Mhm. Während sie mir einen feuchten, pilzigen Kuss gegeben haben. Oh. Mhm. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, wo. Wenn jetzt hier schon keine Fireflies sind, dann gibt es welche mit Pilzhut vielleicht. Meinst du? Fireflies? Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Ja, cool wäre das, wenn wir uns nicht direkt bemerkbar machen. Für quasi ja jedes Monster. Jetzt geht's mir besser. Der ist voll gedrückt im Magen. Ja, das hat sich auch fast so angefühlt vom Beben hier, was man im Stream nicht mitbekommen hat. Als hättest du dich fast übergeben müssen. Ja, aber ich meine, ne, Körper beherrschen einfach. Ich beherrsche meinen Körper. Ne, jeder andere, der hätte schon lange gekotzt. Jawohl, da bin ich mir ziemlich sicher. Und im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, wollte ich da nicht nur ein Licht sehen. Hast du denn erkannt, welches Lied das war? Ja, ich glaube, es war We Will Rock You. Nein, nicht ganz, aber der Interpret ist schon der richtige. So, we are the champions. Ah, okay. Ja. Und Notiz. Wieder eine. Oh ne, was war das denn? Achso, doch, das war ein Handbuch. Molotow-Handbuch, Band 2. Verbesserter Radius von Brandbomben. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Hier schön, ein weiteres Werkzeug, Werkzeugstufe 4. Hätte ich doch nochmal gespart an den ganzen Bauteilen. Hättest du, ne? Oh, jede Menge Munition. Mir fällt ein, so ein kleines Medi-Tuning müssen wir auch mal wieder machen. Och, du Scheiße. Was war das? Eine Tastatur, wo du einfach Zahnräder rausnimmst? Ja, du musst die ganze Zahnräder drin sein. Ja, klar, unsere Tastaturen sind eine Menge Zahnräder, mehr als in Big Ben, glaube ich. Achso, Gut. Und soll ich vielleicht auch nochmal auf das die Außen. Oder Moment, ist hier vielleicht was? Ja, naja, rumstehende Türen kann man immer gebrauchen. Lauter Blödsinn. Ist das eine Mikrowelle? Ja, wenn du deinen Kopf da drum warten kannst. Und irgendwo muss ich ja meinen kleinen Pilzauflauf nachher auch noch machen. Wenn ich dann hier wieder 1, 2, 20, 200 von den Pilzviechern. Oh, ist das denn für ein schöner Innenhof hier? Ja, ne? Gut, das ist nicht mal ein Innenhof, ich glaube oben ist zu. Aber es sieht trotzdem sehr spannend aus. Da wächst einfach ein Baum durch. Oh. Was machst du denn da? Bist du am Kotzen? Sie guckt sich Ordner an. Irgendwann hast du, glaube ich, alles gesehen, Mädel. Nein, sie muss sich die mal hier angucken. David! Hi! Hallo. Na gut, wir steigen hier. Da ist jemand. Hast du was gehört? Vielleicht einer von ihnen? Zehn kleine Klickerlein. Ja, dann mach mal einen richtigen Text drauf. Zehn kleine Klickerlein. Ich muss mich leider gerade darauf konzentrieren, ob da nicht wirklich ein Klicker ist. Gingen ins Labor. Deine hat zu laut geklickt. Wir waren es nur noch neun.
Das ist gut, oder? Moin, kleine Kinderlein. Waren wir auf der Spur? Ich hab gerade ein mieses Gefühl. In einen hast du gemeuchelt. Da waren's nur noch. Ach, irgendwie reimt sich das nicht. Naja, das zu geben. Ich glaube, das ist trotzdem ein literarisches Meisterwerk, was du da gerade verfasst hast. Mir fällt aber langsam nichts mehr ein. Gucken wir mal, das eine oder andere Mikroskop haben wir hier auch schon mal. Ich glaube, rechts war noch irgendwas, oder? Oder war es ein Stein? Ja, das war ein Stein. Da war auch ein Stein. Oder? Da sind Pillen. Ein paar Pillen. Hier ist nochmal ein bisschen medizinische Versorgung. Das kann hier auch nicht mehr ewig so weitergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da vielleicht noch ein bisschen Ärger auf dem Kopf. Oh, zack, zack, zack. Wo man hingreift, ne? Wieder zugreift. Als wären die Dinge auf dem Mond. Er darf da einfach einen Äpfel pflücken. Jawohl, ich glaube auch. Rechts, 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 Nein. Und da ist eine Schublade, Mann! Scheiße. Ein bisschen medizinische Versorgung. So. Da ist noch was. Darauf brauche ich einen Schluck. Medizin. Mhm. Wasser, liebe Kinder. Wasser. Aus einer bunten Dose. Ja, das ist Markenwasser von Volvic. Volvic? Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die verkaufen das jetzt auch. Das ist ja ganz neu. Tränke, Tränke, weiß man. Neue Flasche, oh toll. Und dann auch ein neuer Stein. Ich gehe hier einfach mal durch die Tür. Auch wenn ich gefühlt nur noch durch Türen gehe. Und du nicht mehr weißt, wo du bist? Ich weiß es nämlich auch nicht. Nee, es ist ehrlich gesagt auch sehr verwirrend. Das macht aber nichts, solange wir noch Sachen finden. Na, weiß man, es ist ein neuer Raum. Ja, genau, dann weiß man, dass man nicht wie so ein voll. Ja. Im Kreis rennt. Das ist ein Memo. Ein Memo. Abspielen. Zwei weitere Wachen. Ja, das war so, was ich für einen Inventarhänger. Gut, da kann ich wenigstens Wasser trinken in der Zwischenzeit. Oh. Wo war das Memo? Ja. Sammelobjekte, Artefakt, Firefly-Anhänger, das ist vielleicht ein Artefakt. Und dann. Oh. Oh. Bootsnotiz, Kanalisationsvertauschnotiz, Streichhölzer in der Klemme-Notiz, überlebende Notizkarte des Kraftwerks, Zeitungsverschnitt, Tagebuch von den Studenten, Campusplan, bla bla bla, Aufzeichnungsgerät aus dem Büro. Zwei weitere Wachen getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst noch verrückt. Schön. Schön, schön, schön. Über Inkompetenz reg ich mich auch immer auf. So. Aber es geht türenmäßig weiter. Oh, pass auf. Na, habt ihr Angst gemacht? Nein, nicht wirklich. Oh Mann. Irgendwie habe ich mir ja schon gedacht, boring. So, Fährstuhl wahrscheinlich nicht. Der sieht zu heile aus, um da durchzukommen. Zu heile. Der sieht zu unblockiert aus, um da durchzukommen. Dann rennen wir nochmal wie so super deppen hier irgendwo. Mongoloide. Ja. Ist da links im Fernseher? Nimm den mit. Ja, Fullscreen. Oh, der ist beschädigt, der ist beschädigt. Vielleicht finden wir noch einen. Sonst nehmen wir halt diese schönen Bilder mit. Ja. So, jetzt würde es um Kreis gehen. Aber man findet immer noch Krempel. Apropos, wir können mal maximal Gesundheit erhöhen. Jawohl. So,
können wir uns Medikits haben wir und Messer machen. Und unten? Nagelbombe, Rauchbombe. Haben wir alles noch. Ja, alles hier, jede Menge. Und du kannst was mitnehmen wieder, glaube ich. Stimmt. Jawollo! So, da ist noch eine verschlossene Tür. Muss natürlich jeder hier auch sein. Da warst du schon. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Yep. Ja, mal gucken. Haben wir auch keinen Abzweig verpasst. Das ist ja auch einfach alles außen. Ja, links weiter kann ich auch nicht, oder? Nee. Aber warte mal. Ah, nee, alles gut. Alles gut, geh weiter. Hier ist Ende Gelände. Ja, fast. Oh, fast. Quarantäne-Zelle. Hier sieht wiederum ein bisschen nach ein bisschen Rabazamba aus. Ich traue euch ja nicht. Ein bisschen? Ich traue euch nicht, ihr Schweine. Ich würde ein bisschen vorsichtig sein. Da liegt. Was ist das? Eine weitere Pilznotiz. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Toll! Geh weg, Specky McEddy. Specky McEddy. Was ist denn mit euch los, ihr Affen? Beleidige die doch nicht mehr. Und wer weiß, vielleicht sind das Pilzaffen gewesen. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Genau das wird es sein. Wir werden das finden. Tja, na gut, niemand würde sagen, dass man beim Experimentieren zum Pilz wird. Warum keine Affen? Ich mach Leuchten durch Leuchten. Was ist das? Ja, Vier Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde, scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach Mist, oh nein. Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Ja, ich ahne es. Die Affen mich angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß, suchen wir weiter. Ich verstehe. Das erinnert mich übrigens, ich glaube, 28 Days Later oder so fängt auch so an. Oder war das 12 Monkeys? Oder vielleicht sogar beide? 12 Monkeys? Was ist 12 Monkeys? Ein relativ alter, recht populärer, gut bewerteter Film. Nee. Ja, das dachte ich mir, aber es ist tatsächlich ein relativ guter Film. Oh, wenn wir das Zeug im Marsch geben, vielleicht ein bisschen überfordert. Tja. Wo Pilze, Pelpil. Oh, das sieht nicht schön aus. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Was du mich sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen sie etwas zu spüren. Ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne dich. Ne? Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh, schön.